Ich bin ja überhaupt nicht unglücklich über die Abwesenheit von Kulturpolitik aus dem einfachen Grund, weil ich der Meinung bin, dass wir uns selbst auch damit die Möglichkeit geben, uns von einer Illusion zu befreien, nämlich von der Illusion, dass ausschließlich Menschen, die das Etikett Kulturpolitik tragen, die einzigen seien, die sozusagen ein alleingewichtiges Wörtchen bei der Diskussion oder der Debatte dieser vielen komplexen Fragestellungen, die wir heute verhandeln, mitzureden haben. Dem ist nämlich nicht so. Und als Beispiel habe ich dafür auch gleich eingangs ein Event ausgewählt, das wahrscheinlich euch allen, Ihnen allen jetzt noch vor Augen ist. Vor wenigen Tagen hat die Wirtschaftskammer Österreich eine große Konferenz abgehalten, wieder mal in sorgenvoller Debatte um die wirtschaftliche Lage der Nation. Und im Hintergrund dieser Konferenz wurde affichiert über die Projektion, Tim Renner hat es in einem anderen Zusammenhang angesprochen, Let's make Austria great again. Let's make Austria great again. Eine klare Ansage, die insbesondere von Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl gekommen ist, ein doch sehr einflussreicher Mann des öffentlichen und politischen Lebens, zugleich auch Spitzenpolitiker, langjähriger Spitzenpolitiker der ÖVP. Und das erinnert mich wieder mal so an eine kognitive Dissonanz, derer wir ja so viele erleben in diesem Land, gerade auch wenn wir uns im Zusammenhang Kunst und Kultur Gedanken machen. Und ich habe mir überlegt, wie gehe ich jetzt damit um? Und natürlich liegt da auch für mich die Analogie zu Donald Trump nahe und seinem Wahlkampfslogan, wo er dann letztendlich doch mit einem beispiellos sexistischen, rassistischen, nationalistischen, menschenverachtenden Programm den Wahlerfolg einfahren konnte und heute sozusagen als mächtiger Mann an der Spitze der Vereinigten Staaten steht. Nein, ich habe mir gedacht, ich versuche es mal von einer anderen Seite, nämlich mit einem kleinen medizinischen Befund und bin doch tatsächlich gestoßen, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, diesen Befund des sogenannten Alice im Wunderland-Syndroms. Das ist ein Begriff, der ist in der Pathologie geläufig, beschreibt an und für sich kein Krankheitsbild, sondern bestenfalls eine Symptomatik, darum auch Alice im Wunderland-Syndrom, und wird in erster Linie für Menschen verwendet, die aufgrund oft durch Migräne, starke Migräne erzeugte Halluzinationen dazu neigen, sich entweder selber zu verkleinern oder, was noch viel häufiger vorkommt, sich selber zu vergrößern. Jetzt ist natürlich die Frage berechtigt, was hat das jetzt eigentlich überhaupt mit Kulturpolitik und so zu tun? Ich weiß nicht, Sie kennen vielleicht alle Alice im Wunderland. Das Kinderbuch, 1865 erschienen, geschrieben von Lewis Carroll, einem britischen Schriftsteller, der tatsächlich unter starken Migränen litt und Halluzinationen hatte. Und das Erstaunliche ist, dass dieses Buch nicht nur bei Kindern eine große Faszination auslöst, sondern auch in den Naturwissenschaften, etwa in der Mathematik, weil es einen sehr, sehr interessanten spielerischen Umgang hat mit Logik und Rationalität, die ja im Buch, und da gehe ich auch gar nicht näher auf die Inhalte ein, sozusagen diese Logik und diese Rationalitäten auf den Kopf stellt. Und das ist jetzt auch genau der Punkt bei meiner ersten Bestandsaufnahme zur österreichischen Kulturpolitik. Und die wurde ich nämlich gebeten, den Blick ein bisschen für die österreichischen Zusammenhänge zu schärfen. Nämlich, es gibt wahrscheinlich kaum ein Politikfeld in Österreich, das so sehr durch Irrationalitäten, unlogische Zusammenhänge gekennzeichnet ist, wie eben jenes der Kulturpolitik. Ich werde dann ohnehin noch darauf kommen, dass ich kaum mehr Kulturpolitik in Österreich identifizieren kann. Auf jeden Fall, es ist ja jetzt schon im Vormittag und auch jetzt auch in dieser Runde schon mehrfach angesprochen worden, dass ja wir heute sehr komplexe globale Rahmenbedingungen vorfinden, die vor allem eines sehr klar vor Augen führen, nämlich, dass die Kunst- und Kulturwelt sich längst auf Schlachtfeldern befinden, ich formuliere das bewusst so zugespitzt, auf Schlachtfeldern befinden, auf denen sich Ökonomien, letztendlich Souveränitätsansprüche,
Herrschaftsansprüche letztendlich matchen und Kunst und Kultur auch in ihrer unterschiedlichsten Verständnisformen, Deutungen, Anwendungen natürlich gefordert sind. Und ja, und anstatt hier in Österreich so etwas eigentlich anzudenken, zu fördern wie Reflexion, Theoriebildung, Räume für Auseinandersetzung, Erproben, Konflikt, all das, was letztendlich auch wichtigste Voraussetzungen sind, damit umzugehen, ist hier einfach mal kurzerhand und das auf lange Sicht ausgeblendet. Kunst und Kultur genießen hier in Österreich den Stellenwert einer ministeriellen Schatzkammer, die es zu hegen und zu pflegen gilt. Das ist etwas, was wir alle hier kennen, weswegen ich nicht müde werde, eigentlich von einer Kulturpolitik zu sprechen, zu Zeiten ihrer neoliberalen Nichtigkeit, als sei sie sozusagen wie ein Lemming beseelt, sozusagen auf die Guillotine zu schreiten, hat sich die österreichische Kulturpolitik oder besser gesagt, die Kulturpolitik in Österreich einfach selbst enthauptet. Das war nicht immer so. Tatsächlich hat Kulturpolitik gerade auch historisch gesehen und wenn man sich die Geschichte der Zweiten Republik vor Augen führt, eine Geschichte einer beispiellosen, konsequenten Umsetzung der Antimoderne eigentlich sehr stark zu erkennen gegeben, meist über Umwege, etwa der Bildungspolitik. Stichwort Heinrich Trimmel, ein klares Bekenntnis und auch entsprechend umgesetzt zum sogenannten repräsentativen Kulturalismus. Und dieser zieht sich letztendlich auch bis in die Gegenwart und nachdem in Österreich, wie ähnlich wie in der Bundesrepublik Deutschland, Kulturförderung Aufgabe der Bundesländer ist, haben wir natürlich auch dort klare Paradigmen, Vorgaben, die heute auch in Österreich aktuell durchaus als Leitkultur Vorstellungen zu erkennen sind. Ich gehe jetzt gar nicht darauf ein, inwieweit Leitkultur durchaus auch in österreichischen Ausformungen oder in Unterscheidung zur Leitkultur der CSU sich hier manifestiert. Nichtsdestotrotz ist mir eines wichtig und das auch im Sinne von Selbstkritik. Das ist hier eine Veranstaltung der IG Kultur Steiermark. Ich war selber lange Jahre tätig in der IG Kultur Österreich als kulturpolitischer Sprecher. Und erinnere mich noch allzu gut, und das war auch so eigentlich das federführende und antreibende Motiv, dieser klare Wille und das klare Bekenntnis, dass wir einsteigen wollen, in die Auseinandersetzung um das, was wir immer bezeichnet haben, um die hegemoniale Deutungshoheit von Kultur. Was ist Kultur? Wir wissen es nicht genau. Es geht einfach darum, wer sich wie durchsetzen kann, indem man diesem ganzen Sinn und Bestimmung gibt. Wir, jetzt konstruiere ich ein Wir, das war sozusagen das auch in den Interessenverbänden organisierte Szene von unzähligen Kulturinitiativen, autonomen Kulturzentren über ganz Österreich verteilt, vom Neusiedlersee bis zum Bodensee, hatten eine Vorstellung, Kultur sei auch vor allem ein Verständnis einer kulturellen Praxis, wo wir selbst Bestimmtheit anwenden, wo wir Emanzipation fördern, Demokratiebewusstsein, politische Beteiligung und was auch immer. Ich sage heute, so wie ich hier stehe, wir haben diesen Kampf verloren. Wir haben diesen Kampf hochkarätig verloren, aus dem einfachen Grund, denn heute bestimmt die Rechte das, was Kultur ist. Ich gehe jetzt nicht auf unzählige Beispiele ein, weil das kennen ohnehin hier alle, nämlich in dem Sinne, dass Kultur heute mehr denn je widersteht für die andere Kehrseite ein und derselben Medaille. Wir sind mit dem Kulturdiskurs wieder im Identitätsdiskurs, auch das ist schon angesprochen worden. Wir sind weitgehend ratlos, verhalten uns nicht nur ratlos, sondern auch ohnmächtig, krallen uns und klammern uns an jedem Strohhalm, den wir irgendwo auch nur vorfinden können. Ein Stichwort, die UNESCO hat beispielsweise im vergangenen Jahr, im Herbst 2015, festlich das 10-Jahres-Jubiläum gefeiert der UNESCO-Konvention zur kulturellen Vielfalt. Wer sich erinnert, war das natürlich tatsächlich 2005 ein wichtiges Instrument, gerade auch für den europäischen Kunst- und Kulturbereich aus den damaligen GATS-Verhandlungen, Freihandelsabkommen rausverhandelt zu werden. Das war ein pragmatisches Behelfsmittel, was letztendlich dazu geführt hat,
dass der Identitätsdiskurs fröhliche Urstand gefeiert hat. Das kommt vor allem dann zum Ausdruck, wenn etwa Frankreich, um ein Beispiel zu nennen, gerade auch unter diesem Verweis auf kulturelle Vielfalt eigentlich nur eines im Schilde führt, nämlich die Betonung und nochmalige Unterstreichung der eigenen kulturellen Ausnahmestellung, der Exception culturelle. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, dass wir sowieso eigentlich ein ganz gravierendes und grundlegendes Problem mit Kultur haben. Der Tim Renner ist auch in die Falle getappt. In die gleiche Falle getappt, ich nehme es ihm nicht übel. Er hat gemeint, Migration hat was mit Kultur zu tun. Das ist genau das Problem. Kultur ist immer etwas Konstruiertes. Und wir, die wir mit dem Phänomen Migration konfrontiert sind, brauchen irgendwas, wie wir dieses Phänomen fassen können. Und damit begeben wir uns in die Position, das Eigenbild, die Eigenidentität, die wir kulturell begründen, um jene, die als Fremde zu uns kommen, sozusagen zu fassen. Anstatt sozusagen hier von diesen Konstruktionen abzurücken und letztendlich eigentlich diesen Gedanken dahinter, dieser Denkwelt dahinter eine klare Absage zu erteilen.